3, oder? Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir haben jetzt die ersten 3 Tage Call of Duty Black Ops 6 hinter uns. Und so wie jedes Jahr gibt es jetzt mein erstes offizielles Review. Was finde ich geil? Was finde ich scheiße? Floppt das Game komplett? Kann man damit leben? Ist es besser als vorher? Ist es schlechter als vorher? Was für Dinge funktionieren ganz gut? Was für Dinge funktionieren ganz schlecht? Und eben nach einigen Tagen jetzt einfach nur das erste offizielle Review. Es wird ein vollständiges mit mehr Playtime nach ungefähr 2-3 Wochen geben. Morgen werdet ihr ein Video bekommen, wie ihr am besten leveln könnt. Dann bekommt ihr eins, wie ihr eure Streaks am besten erreicht. Es gibt nämlich in diesem Game einige Tipps und Tricks, die man raushauen kann. Und wenn euch das gefällt, lasst ein Like und ein Abo da. Würde mich riesig drüber freuen, wenn wir da vielleicht mal so diese 20.000 draus machen können. Und deswegen, ihr seht ein bisschen Gameplay im Hintergrund, ab ins Review. Erstmal generell, wie fühlt sich dieses Game an? Und das Thema SBMM ist so durchgekaut, dass ich keine Lust habe, da ein großes Extra-Thema wieder draus zu machen, weil es halt da ist, es ist da wie immer, es wird nicht weggehen, es bleibt so. Ich fokussiere mich auf meinen Tarnungsgrind, auf die Runden, in denen ich Spaß habe, und wenn es Runden gibt, die keinen Spaß machen, wegen dem Matchmaking, dann quitten wir die einfach und suchen eine neue Runde. Es ist so einfach, wie es eigentlich noch nie war. Positiv muss man von Anfang an erwähnen, dass dieses Game einen absoluten polished Eindruck macht. Also polish im Englischen ist im Deutschen sozusagen fertiggestellt. Es ist aufgehübscht. Man merkt den großen Unterschied zur Beta, dass die Beta-Version eine ältere Version war. Und man merkt extrem krass, dass Treyarch wirklich genug Zeit an diesem Game hatte, weil wir ganz viele Sachen, die in den vergangenen Jahren zu Release und die Wochen danach noch nicht funktioniert haben, sehr, sehr gut funktionieren. Es gibt bisher keinen Game-Breaking-Bug, den ich irgendwie festgestellt habe. Dass die Lobbysuche funktioniert vom ersten Tag an. Das Game hat bei mir ganz, ganz wenig Abstürze, beziehungsweise bisher erst einen einzigen Absturz gehabt, was bei der Playtime von 2x8 Stunden echt wenig ist. Wenn ihr euch mal daran erinnert, was für ein katastrophaler Start MW2 war oder Vanguard war, dass man konnte mit der Party keine Lobbys suchen, man konnte in den Runden überhaupt seine Waffen nicht auswählen, es gab teilweise keine Loadouts mehr, die Server sind andauernd gecrashed. All diese Sachen sind aktuell nicht da. Das Game fühlt sich einfach an, als hätte ein Entwicklerstudio wie Treyarch endlich mal nach vielen Jahren ausreichend Zeit, um dieses Game einfach fertigzustellen. Und man merkt es einfach. Das Killgefühl in den Game ist sehr, sehr geil. Ich mag die Time to Kill sehr, sehr gerne. Sie ist etwas länger als in MW2 zum Beispiel. Was heißt etwas? MW2 war ein Dogshit-Game vor dem Herrn. Es ist nicht die Time to Kill, die wir in Black Ops 4 hatten. Es fühlt sich sehr, sehr an wie die Time to Kill von Cold War. Und jedes Call of Duty, was eine längere Time to Kill hat, also wo es länger dauert, um jemanden zu töten, ist ein gutes Call of Duty. Einfach aus dem einfachen Grund, dass man dann mehr Skill Gap hat. Wenn ich länger auf einem Gegner drauf sein muss, weil ich ihm mehr Schüsse brauche, bis er stirbt, ist das gut, weil dadurch wird der belohnt, der eben besser aimt und nicht einfach der, der irgendwo in der Ecke sitzt, einen Schuss abgefeuert hat und der Gegner fällt um. Der Prestige-Grind und die Tatsache, dass wir Prestige haben und jeder für sich selber entscheiden kann, ob er diesen Grind machen will oder nicht, macht unglaublich viel Spaß, weil ich bin jetzt bei Level 50 oder so, ich werde jetzt demnächst ins erste Prestige gehen und ohne diesen Prestige-Grind würden wir jetzt alle wieder bis Level 55 spielen und dann wäre wieder nichts zu tun. Es wäre wieder keine Aufgabe, man müsste dann wieder warten, bis eine Season beginnt, bis man wieder 200 Level leveln kann, die völlig unbedeutend sind. Das heißt, dass wir Prestige wieder zurück haben, ist für mich eine der wichtigsten Sachen dieses Jahr. Und ich kann nur hoffen, dass die beiden anderen Entwicklerstudios, vor allen Dingen Infinity Ward, die ja die letzten Jahre wirklich nur reinzacken, dass sie wirklich sich da ein Beispiel dran nehmen und Activision sagt, Leute, Prestige ab jetzt jedes Jahr fest mit rein. Genauso fühlt es sich geil an, dass wir auf Medaillen spielen können und Medaillen angucken können und sogar anzeigen können, welche Medaillen wir wie verdient haben. Dieses ganze Game fühlt sich einfach wie so ein klassisches Treyarch-Game jetzt im fertigen Status an. Fühlt sich viel, viel besser an als in der Beta. Das heißt, die Konturen sind schärfer, die Audio funktioniert sehr gut, die Streaks machen Spaß. Also insgesamt ist es einfach ein sehr, sehr angenehmes Call of Duty aktuell, was wir die letzten Jahre ja durchaus nicht immer hatten. Es gibt aber auch ein paar Kritikpunkte und die sind vielleicht ein bisschen länger oder vielleicht liegen die härter, aber das heißt nicht, dass ich das Game nicht mag. Ich bin aktuell tatsächlich ein kleiner Fan von dem Game.
Einer der größten Kritikpunkte für mich ist, dass ich kaum eine Runde starten kann ohne Packet Burst. Links in der Anzeige wird mir andauernd angezeigt Paketverlust und oben, wo mir meine Metrics angezeigt werden, wird mir auch sehr oft angezeigt Paketverlust. Ich weiß nicht mehr, woran das liegt. Ich habe schon alle Erklärungen dazu gehört, dass es an der Telekom liegt, aber es haben andere mit Vodafone genauso, das haben welche mit 1&1 schon. Die Häufigkeit, wie oft ich in Black Ops 6 Packet Burst habe, ist absolut insane. Ich weiß nicht, ob das an Skill-Based Matchmaking liegt, aber es ist nervig, denn sobald ihr Paketverlust angezeigt bekommen habt, registrieren eure Kugeln nicht richtig. Was bedeutet, ihr seid die ganze Runde in einem ganz, ganz krassen Nachteil gegenüber anderen Spielern, die das einfach nicht haben. Und dann müssen wir fairerweise über die Map sprechen. Und Treyarch war für mich die letzten Jahre immer ein Entwicklerstudio, was unfassbar gute Karten gemacht hat. Und dieses Jahr, muss ich es ganz ehrlich sagen, und es klingt vielleicht drastisch, sind die meisten Karten einfach nicht gut. Es gibt ein paar vernünftige Karten, es gibt ein paar richtig, richtig schlechte Karten und sehr, sehr viele Meh-Karten. Also Karten, die ich zwar spiele, die nicht annähernd so schlimm sind wie Piccadilly Circus oder Azir Cave aus MW19 damals. Oder Santa Sena Crossing Border, wenn ihr euch mal an MW2 erinnert. Aber trotzdem sind diese Karten einfach nicht gut. Und irgendwie fehlt mir diese Standout-Karte oder diese Karten, wo wir in BO4 damals oder auch BO3, wo sehr viele neue Karten zum Release kamen, wo man richtig das Gefühl hatte, das werden Karten sein, über die man in Zukunft noch spricht. Jetzt gibt es ja das Gerücht, dass wir in Black Ops 6 Karten aus Black Ops 4 bekommen, zum Beispiel Hacienda, was sehr, sehr geil wäre, weil es eine der geilsten Karten damals war. Arsenal Sandstorm oder Sandstorm soll wohl auch dazukommen, beziehungsweise Arsenal, und davon gab es ja die Variante Sandstorm. Aber insgesamt sind die Karten in Black Ops 6, bin ich der Meinung, wenn man es ranken müsste, insgesamt von 1 bis 10, eher so bei einer 5 von 10 bis 6 von 10, nicht besonders gruselig, nicht besonders gut, aber insgesamt enttäuschend, weil der Maßstab für Treyarch-Maps einfach sehr, sehr hoch ist. Und natürlich kommen jetzt auch so Karten wie Firing Range und Nuketown und das wissen wir, aber es geht ja darum, dass wir auch neue Karten gerne hätten, die sehr, sehr gut sind und davon haben wir wenig bis gar keine aktuell. Bei einigen von den Jungs war das Problem, dass das Corsair-Programm, was ja für die Beleuchtung von Arbeitsspeicher und sonstigen Sachen zuständig ist, von dem Game, also von Call of Duty, direkt beeinflusst wurde. Das sollte natürlich nicht sein, dass Fremdsoftware, die nichts mit dem Game zu tun hat, von dem Game beeinflusst wird. Und einige Abstürze bei anderen Leuten gab es wohl heftiger und häufiger als bei mir. Bei mir hat sich es eigentlich wirklich, bis auf einen wirklichen Absturz, hat sich es wirklich in Ruhe gehalten. Was mich ehrlich gesagt freut, weil die Performance auf dem PC, ich spiele das erste Mal dieses Jahr komplett auf dem PC, nicht mehr auf der PlayStation, weil die PlayStation einfach keine Vorteile mehr hat, was ich gut finde. Deswegen auf dem PC ist einfach bessere Performance, ich kann mehr einstellen, es ist angenehmer. Insgesamt muss natürlich daran gearbeitet werden, dass solche Abstürze nicht so häufig vorkommen. Ich kann es aber nur von anderen erzählen, bei mir läuft es gut. Während ich aber keine Game-Breaking-Bugs bisher festgestellt habe, gibt es so ein, zwei Bugs in den Game, die hoffentlich bald behoben werden. Eins ist, dass man während einer Runde sein Loadout auswählt und dieses Loadout, egal ob das erste, zweite oder fünfte, plötzlich eine andere Waffe ist, andere Aufsätze, obwohl euch das Game anzeigt, dass ihr die richtigen Aufsätze und das richtige Loadout ausgewählt habt. Und die einzige Option, wie ihr das beheben könnt, ist, wenn ihr das ganze Loadout nochmal neu aussetzt nach der Runde, alle Waffen, alle Perks wegnehmt und alles wieder von vorne rauf tut und dann klappt es wieder für ein paar Runden, bis es irgendwann wiederkommt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der Grund dafür ist. Es gab da jetzt irgendwie kein Verhaltenspattern, wo ich sagen kann, okay, da habe ich ganz deutlich gesehen, irgendwie, wenn ich das mache in der Runde vorher, passiert das. Das sind aber, wenn man überlegt, eine der größten Bugs, die wir bisher haben und im Vergleich zu dem, was wir die letzten Jahre zu Release hatten, ist es ein fast bugfreies Game, was das angeht. Wenn man den Harp ruft, also den Orbi, den V-Set, den Hater, wie auch immer ihr es nennen wollt, dann ist der sehr schnell runter zu geiern. Und ich finde, dass solche teuren Streaks nicht so einfach zu geiern sein sollten. Außerdem werden die Pfeile der Spieler auf dem Orbi teilweise falsch oder gar nicht angezeigt. Wenn ihr 14.000 Punkte gesammelt habt für so eine Streak, dann sollte diese Streak euch auch wirklich den Vorteil verschaffen und nicht den Nachteil, weil ihr
sehr viel auf die Minimap guckt, was ja Sinn macht, wenn ihr ein Orbi habt. Und auf dem Orbi werden aber manche Spieler falsch angezeigt oder gar nicht angezeigt. Das sind aber Sachen, die, wenn Treyarch sich wirklich um das Game bemüht, in relativ kurzer Zeit eigentlich gefixt sein sollten und dann dafür sorgen, dass es eben schnell wieder ordentlich normal funktioniert. Wenn man aber sich anguckt, welche Kritikpunkte wir haben, und da sind die Maps, glaube ich, die größten Kritikpunkte, dann haben wir tatsächlich das erste Mal seit, ich glaube, 5 Jahren ein Call of Duty, was vom ersten Tag an einfach funktioniert wie ein Game, für das man auch wirklich 80 Euro ausgegeben hat. Jetzt muss man aber ein großes Aber daran setzen. Natürlich sollte das der Anspruch sein, bei einem Call of Duty, was so viel Budget hat, so viel Budget in den ersten Monaten fürs Marketing, so viel Budget fürs Studio zum Entwickeln, so viel Zeit zum Entwickeln. Natürlich muss es der Anspruch sein, aber der Anspruch und die Realität sind ja nun mal in den letzten Jahren bei Call of Duty zwei verschiedene Sachen gewesen. Und tatsächlich ist es einfach so, dass ich persönlich aktuell einfach größte Sorge nur davor habe, wie die Integration mit Warzone nachher funktioniert, weil jedes Jahr aufs Neue wird der Multiplayer A vergessen und B in den Dreck gezogen, sobald Warzone dazukommt. Dieser ultra langweilige Battle Royale-Modus. Ich weiß nicht, wie man sich den jeden Tag geben kann. Es ist so langweilig, Warzone zu spielen. Es ist wirklich insane und mir tut jeder leid, der das irgendwie zu seinem Job gemacht hat und jeden Tag Warzone spielen muss und damit seine Stromrechnung bezahlt. Ich würde lieber aus dem Fenster springen, als das zu machen. Ich hoffe aber, dass sie mit der Integration den Multiplayer nicht komplett wieder kaputt machen und dass die Integration funktioniert, sodass die Leute, die Warzone spielen wollen, da ihren Spaß haben können. Aber insgesamt, wenn ich das Game jetzt nach ein paar Tagen bewerten müsste, würde ich Black Ops 6 tatsächlich eine 7,5 von 10 geben, was schon relativ hoch ist. Und zum Vergleich, MW19, MW2 haben 1 von 10 bekommen, Vanguard 3 von 10 und Vanguard einfach nur, weil es Movement cool war. Und so ein Game wie Black Ops 3 und Black Ops 4 waren eine 9 von 10 bei mir. Also, es geht in die richtige Richtung. Ich habe tatsächlich Spaß. Ich genieße das Game aktuell und werde aber trotzdem nicht das ganze Jahr Call of Duty zocken, weil das mit Skill-Based Matchmaking einfach fürs Hirn nicht mehr möglich ist. Ab 5.10. kommt Delta Force. Das wird mein Fokus dann sein. Und angeblich ab Ende November Stalker 2. Ich freue mich sehr drauf. Wenn euch das Video gefallen hat, Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus für heute. Genießt den Sonntag. Haut rein.